Meine Damen und Herren, zur Tagesordnung. Die Tagesordnung vom 10. Mai 2016 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 62 Punkten liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung in den Punkten 55 bis 59 entnehmen können, sind 5 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen, die wir gemäß § 32 Absatz 6 behandeln wollen, mit 5 Minuten pro Fraktion am Donnerstag beginnend um 9 Uhr. Die Große Anfrage, die unter Top 8 auf der Tagesordnung steht, wird auf Wunsch der antragstellenden Fraktion von der Tagesordnung abgesetzt. Eingegangen ist noch ein Dringlicher Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein 16. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtages, Drucksache 19/3388. Mit Dringlichkeit nach § 59 Nummer 3 der Geschäftsordnung bejaht. Das ist der Fall. Damit wird das auf die Tagesordnung genommen als Top 53 mit einer Redezeit von 7,5 Minuten. Gibt es über den Aufrufzeitpunkt irgendeine Verständigung? Oder erstmal bitte. Ich frage Sie offiziell, damit Sie das Protokoll heute. Herr Kollege Bellino. Der Vorschlag ist, dass heute nach dem Tagesordnungspunkt 6 zu behandeln. Erst. Okay. Aufruf heute nach Top 6. Das ist der Vorschlag, kein Widerspruch, dann verfahren wir so. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der Abg. Cárdenas und Fraktion und der Abg. Öztürk fraktionslos betreffend der Initiative Züge der Hoffnung, Drucksache 19/3390. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Da wird das Top 64, Redezeit 5 Minuten. Und weiter eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Schutzschirmbilanz 2015 zeigt gemeinsame Erfolge von Land und Kommunen, Drucksache 19/3397. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird das Top 65 und wir können ihn mit Top 2 zu diesem Thema aufrufen. Das ist auch akzeptiert. Dann verfahren wir so. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Abg. Merz, Alex, Decker, Di Benedetto, Gnadl, Roth, Dr. Sommer und Fraktion betreffend Züge der Hoffnung, Drucksache 19/3400. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird das Top 66 und wir rufen es auf mit 64. Auch das ist Konsens und damit wird so verfahren. Und schließlich haben wir Top 6, den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen 2016, Drucksache 19/3373, den Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE mit der Drucksache 19/3399. Ich habe es so aufgerufen, damit Sie wissen, dass der jetzt mit dabei ist. Das war es zur Tagesordnung. Herr Kollege Rudolph und dann Frau Faust. Unseren Top 11, das hat sich erst während der Fraktionssitzung ergeben, Hessisches Ried, noch einmal zu schieben, eine Runde. Top. Und dann bitten wir den Antrag Top 25 nach unserer Aktuellen Stunde, Stichwort Glyphosat, aufzurufen und abzustimmen am Donnerstag. Alles klar, ich wiederhole, Top 11 soll geschoben werden und Top 25 wird aufgerufen nach der Aktuellen Stunde der SPD zum Thema Glyphosat. Konsens ist in Ordnung, Herr Kollege Schaus. Ja. Herr Präsident, wir bitten unseren Top 64, also den Dringlichen Antrag Züge der Hoffnung, nach Top 59, also nach der Aktuellen Stunde von unserem Donnerstag, direkt abzustimmen. Also, der 64 ist das, gell? Abzustimmen nach der Aktuellen Stunde. Widerspruch, das heißt, der andere bleibt separat. Der dazu, okay. Damit ist das auch so beschlossen, dass 64 nach der Aktuellen Stunde am Donnerstag zur Abstimmung aufgerufen wird. Noch Wortmeldung zur Tagesordnung? Das ist, Herr Kollege, bitte schön, seid ein bisschen ruhig da. Im Ältestenrat ist vereinbart worden, dass wir heute bis 19 Uhr tagen und mit der Fragestunde wie immer beginnen.
Und dann kommt die Regierungserklärung des Hessischen Ministers der Finanzen betreffend Engagieren, Sparen, Investieren, Ausstieg aus dem Schutzschirmprogramm des Landes, wird mit 65 aufgerufen, nachher nach der Fragestunde. Heute Mittag fehlt ab 15 Uhr Herr Minister Grüttner, Kollege Banzer fehlt noch einmal den ganzen Tag heute. Heute Abend wird die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags gegen eine Mannschaft antreten, die sich zusammensetzt aus der Politik sowie dem Vorstand des SV Bischofsheim, also hier in unserer Nachbarschaft. Wer sich das antun will oder erleben will, der kann hinfahren. Ich habe beide Dinge genannt. Wir sind ja nun, ich fahre ja selbst hin. Wolfgang Wöhr wegen dir. Okay. Spaß beiseite. Weitere Mitteilungen liegen nicht vor, meine Damen und Herren.